Hallo, liebe Anja. Ich begrüße dich herzlich zu unserem Interview. Du bist ein Sprachmedium und du channelst Saint-Germain und andere geistige Gelehrte und Lehrer aus der jenseitigen Welt. Ja, das ist richtig. Vielen Dank, dass ich bei dir sein darf, dass wir uns etwas unterhalten über das Leben in der geistigen Welt und ihre Auswirkungen auf das menschliche Bewusstsein. Ja, vielen Dank, dass du heute da bist. Ich freue mich ganz besonders. Ich habe in der Vergangenheit schon das ein oder andere Interview mit dir gefunden und war immer sehr begeistert und es hat mich sehr berührt und angesprochen. Und deswegen ist das für mich heute ein ganz großes Highlight. So, am Anfang würde ich jetzt erstmal gerne wissen, wie du zu deiner Arbeit gekommen bist. Es ist natürlich immer einfach zu sagen von Geburt an. Das hört man so oft und es ist ja einfach das Kollektive an sich. Doch ich kann es nicht auch nicht anders benennen, weil jeder Mensch, der sich auf dem spirituellen Weg befindet und der halt für sich auch die Medialität in sich birgt, wird ja damit geboren. Ja, die Entwicklung lief aber da hinaus. Ich bin ganz normal in einer Familie aufgewachsen, habe Kindergarten, Schule, alles gemeinsam getätigt, bis an einem Punkt ich immer gedacht habe, irgendwas ist anders. Irgendwas fühlt sich anders an. Das hat mit dem Realitätsbewusstsein zu tun. Und ich habe dann gedacht, na ja, alle haben dieses Bewusstsein so, alle fühlen so, alle haben diese Emotionen, diese Anbindung. Und eines Tages war es halt so, dass ich mit meiner Schwester gesprochen habe und habe ihr das dann auch erzählt. Und sie hat mir dann gesagt, nein, so hat sie es nicht. Und habe dann auch noch mit anderen darüber sprechen können, sodass ich bemerkte, irgendwas ist da anders. Und es war auch immer anders, weil ich auch, es ist wie in so einem Traumzustand, in einem bewussten Traumzustand, die verschiedenen Realitäten zu erleben und immer in der Mitte zu sein. Das heißt, so ein Grenzgänger zu sein. Das heißt, ich bin hier als Mensch in einem Realitätsbewusstsein, habe gleichzeitig hier als Mensch immer die Türe offen zu der spirituellen Seite, zu dem geistigen Leben, zu der Verankerung in der geistigen Leben und habe das einfach nie zugehabt. Und daher ist der Schwingungshaushalt meiner Körperschicht anders. Also das heißt, ich kann immer wieder zugreifen, auch während wir jetzt hier kommunizieren. Sehe ich auch gleichzeitig meinen Lehrer, habe schon die Informationen. Ich bin mir halt dessen bewusst. Und so bin ich dann als Jugendliche groß geworden und habe dennoch, wie gesagt, Schule, Beruf, geheiratet, Kind gekriegt und dennoch immer in der Arbeit mit dem Spirituellen. Das heißt auch, dass als ich sag mal, dieser Verstandsblock in mir erwachte, war es ein Zustand, dass ich erst Zugriff hatte zu dem, nicht nur zu dem Gefühl, sondern auch zu den Wahrnehmungen, die dann ab einem gewissen Alter immer stärker wurden, dass ich wusste, jetzt ist etwas, was ich neu erlernen will. Und so kam es dann auch, dass ich dann erstmal mit meiner Begleiterin Kontakt bekommen habe, dass ich studiert habe, dass ich geguckt habe, was ist das alles überhaupt? Weil ich war nie so ein Mensch, der sich in jungen Jahren wahrhaft Bücher oder sonst irgendwas zugeeignet hat. Ich wusste, da ist was, da wird was sein. Und ich hatte in mir auch immer dieses tiefe, tiefsinnige Gefühl, dieses Gespür. Hatte auch oft luzide Träume gehabt, habe viel Schlaf gewandelt, habe selber Gegenstände verrückt. Also es war viel los in diesen Jahren in mir, bis dann der Zustand kam, dass dieses Wahrnehmende erwachte und ich auch sprechen hörte und dass ich keine Angst haben muss, dass alles in Ordnung ist und dass dann auch die Zu Gänge immer stärker wurden, impulsiver, dass ich dann auch
Seelen sehen konnte, ich konnte meine geistigen Begleiter erkennen, die Energien wahrnehmen. Und so haben sie mich langsam auf diesen Prozess vorbereitet, der dann begonnen hat mit, ja, 28 Jahren, ist dann Sajama in mein Leben getreten, mein geistiger Lehrer. Und ich bin 12 Jahre intensiv von ihm für diese bewusste Trancearbeit ausgebildet worden. Das heißt, er hat mich auf Reisen mitgenommen. Er hat im Grunde genommen dazu geführt, dass der Verstandsblock ist ja nur ein Aspekt von unserem Bewusstsein. Und diesen Verstandsblock hat er ausgebildet, weil alles andere ist und war ja schon vorhanden. Ja? Und aus diesem Verstandsblock heraus hatte ich dann die spirituelle Ausbildung, um mein Verstandsbewusstsein so in den Hintergrund schieben zu lernen, dass die geistige Welt durch mich kommunizieren kann. Wow, das hört sich extrem spannend an. Kannst du das erklären, wie das für dich ist, wenn dein Bewusstsein in den Hintergrund tritt, wenn du channelst? Ist das wie Schlafen oder bekommst du noch was mit von dem, was an Informationen rüberkommt? Wie ist das denn für dich? Das Interessante ist da auch wiederum zu erkennen, da dieser kleine Aspekt des Verstandes ja in den Hintergrund rückt, ist ja das andere Bewusstsein meines eigentlichen Ichs auch da. Und der Verstand, ich kann das so, es ist wie ein Druck. Es ist wie so ein Druck, der dann auf meinen Kopf, wo das anfängt und wo ich merke, dass ich dann in den Rückzug gehe, ja, und der Verstand dann in die Stille sich befindet. Als wenn ich in einer Verstandsmeditation mich einfüge, ja, und die geistige Welt kann dann ihr Werk vollziehen, sage ich mal so, ja. Also es ist so, ich weiß, dass die geistige Welt in dem Moment kommuniziert und ich weiß auch, dass Energien in mir dann fließen und ich eine energetische Bündelung um meinem Körper spüre. Doch ich kann niemals eins zu eins alles wiedergeben. Und manches, muss ich gestehen, interessiert mich dann auch nicht wirklich. Und ich bleibe dann in meinem meditativen Zustand. Bin aber dennoch mir dessen bewusst. Das ist immer schwierig zu erklären, weil die Menschen sind ja in der Bewusstseinsarbeit so, dass der Verstand die Imprägnierung ausmacht. Ja, doch dabei ist es viel, viel mehr, was das Bewusstsein überhaupt ausmacht und die Realitäten. Das ist so ein großflächiger Raum, den man nicht in einer kurzen Zeit erklären kann. Hast aber trotzdem schon ganz toll vermittelt hier. Was ich auch sehr faszinierend finde, ist, dass sich deine Stimme verändert. Das heißt, es wird direkt auf deine Stimmbänder, also werden genutzt, um die Botschaft, die Informationen, die Worte zu übermitteln. Genau. Wie kann man das vielleicht noch ein bisschen erklären, dass du dann auch eine andere Stimme hast? Ja, das ist natürlich sehr gerne. Man muss das so verstehen, dass im Grunde genommen die Energie sich ja verändert. Das heißt, wir schwingen ja in einem Bewusstsein, was jetzt wirklich körperlich ist. Wir sagen in einer dichteren Frequenz, ne? Also ist es so, in dem Moment, wo mein Verstand in den Hintergrund geht, erhöhe ich auch meine Schwingungsfrequenz und Sajama, die geistige Welt, schwingen dann auf mich zu, sodass unsere Frequenzen sich verbinden. Dennoch ist es so, dadurch, dass das eine Anpassung ist, bündelt es sich so um meine Stimmbänder, dass die Frequenz nicht mehr zu der Körperfrequenz passt, sondern zu der geistigen Frequenz. Und dadurch hört sich auch die Frequenz, die Töne, die dann in den Ausdruck kommen, anders an. Weil die Schwingung wird ja im Grunde genommen so manifestiert, dass sie auch für den Menschen hörbar ist. Das ist Deswegen spannend. verlagert sich die Stimme. Ja, aber hat das denn auch direkt was mit der Stimme von Saint-Germain zum Beispiel zu tun, wie der sich mal in Lebzeiten angehört hat? Ist da tatsächlich noch Energie von?
vorhanden? Oh, das kann ich jetzt, das hat so noch keiner gefragt. Das kann ich gar nicht so bejahen, auch nicht verneinen. Ich weiß halt nur, dass es wirklich mit den Frequenzschwingungen zu tun hat. Weil die geistige Welt kommuniziert ja nicht durch Töne, können sie zwar, sondern sie schwingen ja durch Gedankenkraft, durch Frequenzen. Ja, vielleicht kann ich das später noch mal fragen. Das wäre ja mal Das kannst du gerne interessant. tun. Ja, und die Botschaften, die Informationen, die sind sehr vielfältig oder hast du bestimmte Bereiche, die da sehr, wo Informationen kommen, wo es hauptsächlich darum geht? Also hauptsächlich ist es so, dass es um die eigene Schwingung geht. Die wunderbaren Klienten, Menschen, die mit ihm arbeiten, arbeiten so, dass es wahrhaft um die Bewusstwerdung geht, auch Ängste, ja, Blockierungen und auch einige, die einfach sagen, ich möchte einfach mehr verstehen über das, was ich bin, die Sinnhaftigkeit des Lebens. Man kennt ja auch den Ausdruck Selbstfindungsprozess. Wobei ich muss gestehen, den ich mag ich nicht so gerne, weil der so großflächig, so umfangreich, der wird immer oft in so eine Schublade gesteckt, ja. Und ich bin kein Freund von Schubladen, weil man kann das Spirituelle, das Geistige nicht in eine Schublade also reinsetzen, weil es hat keinen Platz da drin. Ne, es ist so umfangreich und jeder, der seine Bewusstwerdung im Grunde kennenlernen möchte, wird erstmal in eine Studie reingebracht, wo er erstmal erkennt, was bin ich überhaupt und warum bin ich hier? Was ist der Unterschied zwischen Geist, Körper, Seele? Und was ist die Seele? Was ist der Geist? Ja. Oder viele wollen auch wissen, was ist denn die jenseitige Welt und wie kann ich sie mir vorstellen und wie verbinden die sich miteinander? Also es ist im Grunde, da gibt es nicht nur die eine Antwort zu. Also dadurch, dass wir das schon so viele Jahre jetzt machen, 23, 24 Jahre, ich habe manchmal die Zahl nicht, weil auch nicht so wichtig, ne, ist das sehr, sehr umfangreich. Da gibt es nicht eine Richtlinie. Wie ist das denn für dich? Hast du da auch Antworten gefunden, zum Beispiel Körper, Geist und Seele? Das ist für mich gerade so spannend, wo ich zur Erkenntnis gekommen bin. Okay, es ist alles eins, obwohl es sich verschieden ausdrückt. Also man kann es nicht voneinander trennen. Das ist, glaube ich, so, was dann auch am Ende dann rauskommt. Das ist gar nicht getrennt. Aber trotz alledem haben wir hier unseren Körper, unseren Geist und dann auch noch dieses Etwas, sage ich jetzt mal, das Seele genannt wird. Kannst du das noch so ein bisschen, zum Beispiel Seele und Geist, wo dann noch ein Unterschied, wie man das sagen kann? Im Grunde genommen ist es, ich nenne es auch gerne mal energetische Frequenzen, die unterschiedlich schwingen, die dennoch auch miteinander arbeiten. Das heißt, Geist, Körper, Seele bedeutet im Grunde genommen die Manifestation meiner Körperlichkeit. Bildet ja auch mein Geistbewusstsein. Das heißt, ich habe mir meinen Körper, meinen Zustand und das, was ich hier in diesem Leben mache, auserwählt, um genau diese Erfahrungen zu sammeln. Diese Sammlung an Erfahrungen bildet ja dann Frequenzen und Schwingungen, die dann in der Seele gespeichert werden. Ja, und die Seele ist im Grunde genommen wie ein Speicherplatz, der all das, was wichtig ist für mein Schwingungsfeld, aufbewahrt, um, wenn dann das körperliche Ableben, wir sagen auch die körperliche Transformation, vollzogen wird, dann gehe ich in die geistige Welt ein mit dem Bewusstsein, was ich hier noch bin, also mit dem Bewusstsein als Anja, weil du kannst nicht direkt alles spalten. Das wird langsam vollzogen, damit das Bewusstsein sich an den verschiedenen Frequenzen auch wieder anbündeln kann. Und wir machen das in diesen Schwingungsfrequenzen, um unser Geistbewusstsein in eine Erhöhung zu bringen. Weil das heißt, das, was ich mir hier erarbeite, ist für mich wichtig, um in den Schwingungshaushalt meines Geistbewusstseins eine Erhöhung zu erfahren.
Ne, es ist wie Oktaven, die immer wieder in den verschiedenen Stufen sich anpassen. Und die Seele ist im Grunde genommen auf der einen Seite Speicherplatz, auf der anderen Seite Transformator für all das, was ich mir für dieses Leben erwählt habe. Und das wird vollzogen, weil mein Geistbewusstsein weiß, was ich noch benötige, um in einer erneuten Frequenz zu gelangen. Also speichert das Geistbewusstsein in der Seele genau das, was ich erfahren will, um das als Mensch in dieser Dualität Frequenz, polarisierende Ebene, positive und negative Erkenntnisse auch zu erlernen, zu empfangen und mich dadurch auch zu bereichern, zu erfahren und mein Bewusstsein zu erweitern. Und dafür, das ist der Unterschied zwischen Geist und Seele. Und der Körper, der in seiner Anbindung dazugehört. Wow, das muss man auch erstmal sacken lassen und vielleicht nochmal anhören. Das ist so komplex, weil es ja auch tatsächlich für uns so erstmal nicht sichtbare Ebenen sind. Ich habe trotzdem eine Frage. Könnte man sagen, dass die Seele das Bewusstsein ist? Auch gleichzeitig? Dass alles Bewusstsein ist und dass das Geistige nochmal dieses Individuelle ist, unsere Erfahrung, die wir überall machen in verschiedenen Inkarnationen und das, was uns einzigartig macht, Eher andersrum. andersrum. Eher ist es die Seele, weil in der Seele ist ja alles gespeichert wird. Und das Geistbewusstsein zieht sich diese Frequenzen heraus, was es benötigt, um in die höheren Stufen zu gelangen. Das ist eigentlich, ich bin mein Selbst, mein hohes Selbst. Das ist mein Geistbewusstsein, abgespalten von vielen anderen hohen Selbsten in einer Transformationsebene, die dazu führt, wie hier, mich zu erfahren. Aber du weißt, du siehst es ja schon selber, es ist sehr komplex und es ist schwierig, innerhalb einer kurzen Zeit so in die Tiefe hineinzugehen. Das würde auch zu verwirrend sein, ne? Weil Ja. es ist eine Komplexität für sich, die auch wahrhaft in den vereinzelten Aspekten von Sajama unterrichtet werden. Ah, das ist wirklich sehr spannend. Also gerade das Thema so Bewusstsein. Und jetzt kommt für mich noch ja Seele und Geist. Das kann man ja alles gar nicht trennen, wo man dann nochmal die Unterschiede festmachen kann. Ja, aber da Es ist kriegt man auch, dann Barbara, halt. es ist auch für den Menschen nicht einfach, dass ja, das zu verbinden, weil im Grunde genommen, ja, hört es sich trennbar an, doch es ist untrennbar, es ist zusammen, immer angebunden, weil es einfach nur um Frequenzen und Schwingungen geht. Da würde ich vielleicht nachher auch noch mal nachfragen, wie das dann hier auf Erden aussieht, ob wir da dann mal näher dran kommen, auch was die Wissenschaft jetzt betrifft, dass da noch mehr Informationen drüber kommt, für die Allgemeinheit. Das wäre dann auch noch mal sehr spannend. Was mich auch interessieren würde, wie würdest du denn das Jenseits beschreiben? Also auch gerade die Ebenen, wo deine Lehrer und geistigen Freunde beheimatet sind. Wie können wir uns das vorstellen? Das Interessante ist ja da, dass das Jenseits auch verschiedene Dimensionsschichten in sich birgt, ne? Im Grunde genommen ist es ja nicht anders wie bei uns. Ja, wir sind ja, wenn wir in die Tiefe hinein nochmal schauen dürfen, auch im Grunde genommen eine eigenständige Dimension, die sich die Seelen auserwählt haben, um diesen Erfahrungsschatz, ja, im Grunde genommen zu bewirken, ne? Und die geistige Welt ist natürlich in den Dimensionsschichten auch nochmal aufgestellt, zwischen Ankunftsebene, die Astralwelten, die Lichtwelten, die Kausalwelten und all das, was dann noch kommen mag. Ja, das sind die verschiedensten Dimensionen. Und die Astralwelten und die Ankunftsebene ist im Grunde genommen so aufgestellt wie bei uns. Also da gibt es auch Städte, Häuser. Es ist ähnlich wie bei uns. Das hat auch mit den Seelenfrequenzen zu tun. Was benötigen die jeweiligen Seelen, um sich auch auf der geistigen Welt weiterzuentwickeln? Weil man sollte es nicht so zu verstehen,
dass du nur inkarnierst in einer Körperlichkeit, in einer Dichten. Nein, du inkarnierst auch auf den geistigen Ebenen. Da machst du genauso diese Erfahrungen, um dich dort weiterzuentwickeln. Ne? Also ich sage mal so, der Mensch sollte aufhören, in dieses Tunneldenken reinzutauchen, sondern wahrhaft schauen, inwieweit ist es ihm möglich, das, was er erfassen kann, aufzunehmen. Und das, was er noch nicht erfassen kann, ist auch nicht schlimm. Daran erkennt er, da kann er noch studieren und langsam sein Bewusstsein darauf vorzubereiten. Ne? Und so ist es so auch auf den Astralwelten, die verschiedensten Dimensionsebenen. Und je höher das Bewusstsein sich entwickelt, desto mehr wird die Schwingung ja durchlässiger. Das heißt, du gehst dann in der Erhöhung immer mehr von diesem typischen Menschsein, sage ich mal, weg. Du gehst von den Energien des Werdens weg und du erhöhst halt dein Bewusstsein so, dass du gerade auch auf den Lichtwelten ganz andere Prinzipien studierst und lernst. Ja, weil du bist weiter, du bist halt ähnlich zum Beispiel aufgestellt, wenn das Kind geboren wird, ist es erstmal angebunden in der Familie, wird behütet, das ist die Ankunftsebene, das ist umsorgt sein, erstmal sich wohlfühlen, erstmal sich heilen, erstmal mit anderen in Kontakt sein, die dir nah sind, ne? Und dann geht es in den Kindergarten, das sind die ersten Astralebenen, ja? Da wird Entwicklung und dann geht es in die Schule, dann kommen wieder Astraldimensionsebenen, dann kommt das Studium, ja, das sind alles die Astralwelten. Und ich würde hingehen, in die Berufung einzutauchen. Wenn ich in die Berufung gehe, dann bin ich auf den Lichtwelten angekommen. Dann sind es wahrhaft so, da wird halt das Geistheiler von den Lichtwelten arbeiten, das gerade auch Begleiter und Schwingungsfrequenzen, die dich wirklich lehren wollen. Ja, die kommen aus den verschiedensten Lichtwelten. Ne? Und aus den Kausalwelten, da geht es dann mehr, noch mehr in die Tiefsinnigkeit, da geht es in die bewusste Schulung hinein. Ne? Da geht es auch hin, wenn du diesen Weg einschlägst, gehst du in die Bewusstseinserwachung und da kommt dann mein Lehrer. Ja, mein Lehrer, der aus den Kausalwelten, das ist ein Kollektivbewusstsein, darf ich dazu sagen, weil wenn du die Lichtwelten, ich sag mal ganz salopp, erledigt hast und du weißt, du gehst in die Kausalwelten ein, dann bist du eigentlich eingebunden. Dann wird deine Seele sich mit dem Geistbewusstsein verbinden und all deine Seelenanteile, deine Geschwister, deine Seelenfamilie, deine Seelen, Verwandten, all die bilden ein Kollektivbewusstsein aus all den Erfahrungen, die sie vereinzelt erlebt haben, wachsen zusammen und tauchen dann gemeinsam in die Kausalwelten ein, weil wenn du dort bist, brauchst du nicht mehr in eine Körperlichkeit zu inkarnieren. Alles, was, ich nenne es einfach mal, was drunter ist und drunter existiert, wird körperlich inkarnieren, auch auf den Astralwelten und Lichtwelten. Es sind nur andere Frequenzen um den Körper gebündelt. Ja, hier sind wir sehr fest, sehr manifestiert und je höher du schwingst, desto leichter wird auch die Körperlichkeit. Hast du das toll erklärt? Jetzt hast du auch schon meine Frage beantwortet, was die Kausalwelten betrifft. Da kommen ja deine Lehrer und geistigen Freunde her. Und das ist ja dann doch immer schwer vorstellbar. Man denkt ja erstmal, die stehen da jetzt in der körperlichen Gestalt, irgendwo im Jenseits und sprechen über dich. Aber das ist ja dann eigentlich gar nicht so, wie wir uns das vorstellen. Also es sind tatsächlich eher dann Energie. Bewusstseinseinheiten, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, ne, die trotzdem ein großes Wissen haben, weil sie schon einen langen Weg hinter sich haben anscheinend und Lehrer sind und sich da dann auch explizit für entschieden haben, ja. Genau. Ja. Es ist ja so, weißt du, das sind Kollektivbewusstsein, was sich dennoch vereinzelt noch bündeln kann, um jetzt hier durch jetzt
meine kleine Persönlichkeit in ein Bewusstsein einzutreten, um den Menschen, die einfach diese Erfahrung für sich machen möchten, behilflich zu sein, etwas mehr über sich selbst und über das Leben zu begreifen. Und das sind halt auch die Kausalwelten. Doch mehr weiß ich dann auch nicht, weil alles, was da drüber hinaus ist, keine Ahnung. Es geht noch weiter. Es hat ja. sich auf jeden Fall nach Weiterentwicklung angehört. Egal, wo du bist, es entwickelt sich immer weiter, je nachdem, wo du gerade stehst, was gerade wichtig ist und was gut ist, entwickelt sich alles weiter. Das ist doch fantastisch und ganz klasse, dass du diese Informationen weitergibst und das schon so lange. Also du wirst schon vielen Menschen weitergeholfen haben und es hat ja auch was mit der Wahrheit zu tun. Das sehe ich so, wer wir eigentlich sind, wo wir herkommen, wo wir wieder hingehen und dass wir schon hier darüber was erfahren dürfen. Weißt du, ob das schon immer so war, dass die Informationen da waren und aber dann teilweise unterm Deckel gehalten wurden oder das geht schon ewig so, oder? Ja, ich sag mal so traurigerweise ja. Es ist ja heute noch so. Ich sag mal, wenn du die ganzen Bereiche dir mal anschaust, ja, wir leben in einem Zeitalter, wo es sehr in die Digitalisierung geht, wo es sehr in die, ja, Konsum und all das, was die Wirtschaft, all das, was halt für den Menschen wichtig ist, um im Glauben sein Leben wirklich vollziehen zu können. Das ist die eine Seite. Und ich sage auch nicht, dass das nicht wichtig ist. Das ist genauso wichtig. Es geht immer um das Wie. Es geht wirklich im Leben um das Wie. Und gerade auch in dieser Zeitlinie auch den Begriff des Bewertens, ja, Verstand, Ego und Ego-Emotionen sind wahrhaft eigenständige Frequenzen geworden, die den Menschen, ich für mich sage wirklich auch ziemlich viele Blockierungen bringen, ja. Und dadurch ist das, was im wahren Kern das Leben ist, das ist nichts Geheimnisvolles. Also die geistige Welt hat da nie ein Geheimnis draus gemacht. Ganz im Gegenteil. Es war schon immer die Wahrheit. Doch, wo ich finde, wo man achtsam mit umgehen sollte, ist auch da wieder, welcher Mensch ist für sich bereit, diese Wahrheit annehmen zu können. Ja? Und die, die es noch nicht können, das ist auch in Ordnung. Das darf alles sein. Es hat ja alles seinen Sinn und Zweck, auch wenn man es nicht versteht. Doch ich sage immer, ich muss auch nicht immer verstehen, was der andere macht. Wozu auch? Er weiß selber, was er tut. Ja? Es geht einfach auch um den respektvollen Umgang mit allem, was ist. Und das ist das, was ich mir so gerne wünsche. Ich würde nie hingehen und sagen, das ist falsch und das ist richtig. Da habe ich gar kein Recht zu. Ich habe da kein Recht zu. Ich habe einfach nur, ich habe meins so erfahren und darf es durch die geistige Welt an die Menschen weitertragen, die sich dafür öffnen und wo das Interesse ist, wo das Gefühl ist. Und da studieren wir gemeinsam und wir haben mittlerweile viele Menschen, die studieren mit ihm und die diesen Austausch praktizieren. Ja, und das darf alles sein. Deswegen ist es wichtig, nicht so viel zu bewerten. Also gerade da ist es auch da, die Frequenzen, die sind so unterschiedlich in unserer Zeitlinie, so manifestiert in der dichten Frequenz wie in der leichten, lichtvolleren Frequenz. Und doch leben wir alle gemeinsam und erarbeiten uns im Grunde nur ein einzelnes Ziel: Weiterentwicklung. Ach, toll. Ja, das ja. Hat also alles seine Berechtigung. Das finde ich so klasse, Absolut. Dass das alles wichtig ist, was passiert und dass auch jeder seine eigene Entwicklung hat und alles hat seine Zeit. Das finde ich klasse und dass man überhaupt die Möglichkeit hat, an so tolle Informationen zu kommen, das ist einfach grandios und phänomenal. Also das ist wirklich auch klasse, dass es so möglich ist. Das ist ja alles vorgesehen im großen Ganzen. Und ja, das ist dann schon, da fehlen mir die Worte.
Es ist ja auch gerade diese Vorsehung, ja, die wird auch oftmals missverstanden, weißt du? Es ist halt, wir Menschen sind halt oftmals mehr dem Negativen zugewandt durch die Prägung der Gesellschaft, durch die Erziehung, durch das, was uns unsere Ängste halt vormachen, ne? Und sehen dadurch gar nicht mehr auch das Positive, was im Grunde genommen sich auch immer in einem gewissen Teil im Negativen versteckt. Das Und ist genauso wirklich gut auch richtig. andersrum. Auch andersrum, wenn ich nur positiv bin, versteckt sich da auch etwas Negatives, weil wir leben in einer Dualität und wir wollen ja beides erfahren. Gefällt uns nicht immer vom Verstandsbewusstsein, ist auch nicht einfach. Und es ist auch oftmals sehr zermürbend, je nachdem, was für Schicksale man in sich trägt, ja. Doch ich glaube, was wertvoll ist, ist der Glaube und an sich das Vertrauen zu halten, dass es doch für irgendwas richtig ist, auch wenn man es nicht begreift und nicht versteht. Ja, das ist sowieso das, was die Menschheit so antreibt, schon Ewigkeiten, ne? Auch dieses Innere, diese Verbundenheit doch zu haben. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und auch die Erkenntnis vielleicht irgendwann, dass alles eins ist, ob das jetzt negativ oder positiv ist, das kann man nicht voneinander trennen, das gehört dazu. Und Absolut. das ist ein ganz großes Ganzes und sehr faszinierend. Absolut. So, Barbara, ich würde mich Ja. kurz mal zurückziehen und lasse dann die geistige Welt Sehr ein wenig gerne. kommunizieren. Ich Ich wünsche freue dir viel mich. Freude. Danke. So sei gesegnet. Und sei in der Liebe. Ich grüße dich, geliebte, werte Freundin, und erkenne dein Sein, was in dir ist, dass die Kraft der Liebe dich begleitet und du im Einklang zu ihr wächst und gedeihst. Mein Name ist Saja Ma. Ich bin geistiger Lehrer auf der Basis der Bewusstseinslehre und der Kommunikation. Und die Kommunikation ist nun mal der Wert, den ihr Menschen benötigt, um euch selbst zu erfahren, sowohl im Denken, im Fühlen und im Handeln. So freut es mich sehr, dich kennenlernen zu dürfen. Ich freue mich auch sehr. Ich bin begeistert. Danke, dass ihr da seid und dass ich euch auch ein paar Fragen stellen darf. Das ist was ganz Besonderes für mich. Und ja, jetzt bin ich erstmal wirklich, aber ich habe mir ja ein paar Fragen notiert. Die kamen auch relativ spontan. Und mich würde zum Beispiel interessieren, was es mit Zahlen auf sich hat, weil ich seit einigen Monaten Zahlen folgen sehe, unglaublich viele, und ich auch gemerkt habe, da hat es mehr mit auf sich. Das ist fast wie so eine Kommunikation. Könnt ihr da was zu sagen? Sehr gerne. Auf der einen Seite ist es wichtig, dass der Zahlenfaktor in euch Menschen immer die Anbündelung der jeweiligen Schwingungsfrequenzen beseitigt oder auch erhöht. Dann ist der Faktor der numerologischen Entwicklung auch eine Perspektive, wo ihr in euren Schwingungen eure jeweiligen Zahlenkombinationen immer wieder für euch so kombinieren lernt, dass die Entwicklung in einem Raum mit der mathematischen Struktur einhergeht. Schau, mein Herz, sowohl die Schwingung, eine wirkliche Frequenzenbindung zwischen Oktaven und Zahlen nach eurer Regel oder auch nach Tönen ausmacht, so ist selbst euer Körper gebunden an diesen Schwingungen, die nun mal durch die numerologischen Entwicklungen und durch das mathematische, rechnerische Denken auch eure eigenen Erfahrungen, die ihr für euer Leben manifestiert, ausmacht. Gehen wir auch in die Astrologie.
wird auch durch Zahlen kombiniert. Ist es tatsächlich so, dass alles auf Zahlen basiert? Könnte man das so sagen? Im Grunde ist es vereinfacht gesagt, doch es gehört mit dazu. Es basiert alles auf reiner Energie, aus der Schöpferquelle hervorgebracht, die natürlich durch die verdichteten Manifestationen in der Kombination zwischen den Zahlenfaktoren in der Tonlage eine Frequenz bildet, jedes Mal eine mathematische Formel in der eigenen Schwingung. So basiert es in den Frequenzen, dass die Kombinationen zwischen den Manifestationsebenen und den Lichtebenen aus den Zahlen sich entwickelt. Weil jeder Ton schwingt in einer Frequenz und braucht dem Maße auch eine Zahl, die sich dann in der Kombinierung mit einer anderen Schwingung, durch einen anderen Ton, durch eine Zahl weiterentwickelt. Haben wir es also direkt auch mit der Schöpfung zu tun? Nun, Schöpfung ist immer um uns herum. Denn Schöpfung ist ja das, was wir sind. Was ein Teilaspekt, der Funke des Göttlichen, der uns immer in die Quelle führen lässt. Doch was ist die Quelle? Das ist das, wonach wir uns alle sehnen. Und das ist das, warum wir uns entwickeln. Könnt ihr vielleicht etwas zu Lichtmustern, Lichtstrukturen, Mandalas und auch Heilung, eventuell sogar Wissenschaft sagen? Ist das möglich? Alles ist möglich, was in dieser kurzzeitigen Energie machbar ist. Doch sei bitte etwas, das wir sagen, mit Verlaub können wir immer nur kurze Einblicke geben. Denn die Fragen, die du stellst, bedeuten dadurch nun, wenn wir sie in die Intensivität erklären, dass du eine eigene Schulung benötigst, so werden wir schauen, dass wir den Hinweis so kurz euch ermöglichen, dass er einfacher zu erläutern ist. Schau, wenn du allein die Sonnenenergie auf deiner Haut spürst, dann ist sie ja spürbar für dich. Manchmal brennt sie auch, wenn ihr euch zu lange aufhaltet. Daran erkennst du, dass deine verdichtete Frequenz nicht immer kompatibel auf langer Dauer mit dieser Sonnenenergie ist. Das ist auch eine Lichtfrequenz und sozusagen auch eine Lichtreflexion, denn im Grunde spiegelt sich die Sonnenenergie in deine Energie des Körpers wider und dein Körper in deiner Frequenz taucht in das Licht ein und nimmt nur das heraus, was auch erträglich für ihn ist. Und ansonsten weicht es ab. Lichtstrukturen bilden verschiedene Frequenzenergien, die sich sowohl manifestieren als auch durchlässig werden. Und in dem Moment, wenn du über Mandalas redest, sind es Lichtstrukturen, die sowohl in einer durchlässigen Schwingung sich manifestieren, kommen wir da auch zu der Zahlenkombination wieder, dass sich die verschiedenen Oktaven miteinander verbinden, um etwas darzustellen, was sowohl sichtbar werden kann, als auch in der Luftzirkulation zwischen der Sonnenenergie und der atmosphärischen Raumenergie eine Lichtquelle bilden kann, die sowohl für Menschen sichtbar sein kann oder auch unsichtbar bleibt. Das hat einfach mit den Frequenzen zu tun, die dann auch wieder auf den jeweiligen Körper angepasst werden. Denn jeder Körper schwingt in seinem eigenen Raum. Vielen Dank. So, als dritte Frage habe ich mir notiert, einfach wie ihr lebt. Wie kann man das mit unserem irdischen Leben vergleichen? Gibt es da irgendwo noch Ähnlichkeiten? Esst ihr, trinkt ihr, schlaft ihr?
Habt ihr Freizeitaktivitäten oder ist das gänzlich schon von unserem bekannten Leben entfernt? Verzeih, dass wir jetzt etwas schmunzeln. Es ist interessant, dass du das fragst. Aus der einen Sicht ist es so, dass wir von den kausalen Ebenen nicht mehr diese Bedürfnisse haben. Wir sind eine reine Schwingungsform, die sich miteinander in ein Wirkungsfeld befindet, das sowohl auch weiterhin in seinem Bewusstsein sich studiert. Doch anders als das, was ihr tätigt. Das, was unser Raum bildet, ist von eurem Abweichen zu betrachten. Wir spielen kein Fußball, mein Herz. Und wir brauchen auch nicht mehr Nahrung in diesem Rahmen aufzunehmen. Wir ernähren uns durch Lichtenergie aus der Schöpferquelle. Und wir sind Bewusstseine, die sich in ihrem Bewusstsein mit ihren Lehrern weiter auch in die Studierendenebenen befinden, um sich auch in dieser Form weiterzuentwickeln. Unsere Energie ist nicht mehr in einer festen Form. Dennoch ist es uns möglich, uns in eine feste Form zu bewegen, weil all das, was in den anderen Energien, die unter uns schwingen, wenn wir es, verzeih, etwas bewertend ausdrücken dürfen, in diesen Ebenen können wir uns auch wieder in eine Körperlichkeit manifestieren. Doch es ist nicht notwendig. Erst wenn es sein soll, werden wir das tun. Ansonsten schwingen wir in einer reinen Frequenz, die sich auf der Bewusstseinsebene befindet und die immer wieder einen gemeinsamen Bewusstseinszustand in sich birgt. Dann habt ihr euren Inkarnationszyklus schon abgeschlossen oder geht das dann doch noch mal weiter? Nun, mein Herz, wir inkarnieren weiter, doch anders wie ihr. Wir benötigen nicht die körperlichen Perspektiven. Wir inkarnieren in einer immer werdenden Bewusstseinsenergie, die dazu führt, dass wir als Gesamtkollektiv eine Einheit bilden und uns in den Energieportalen aufhalten. Ja, vielen Dank. Jetzt fällt mir gerade nichts ein. Könntet ihr noch eine wichtige Information übermitteln für die jetzige Zeit auf der Erde? Weil wir sind ja in einem Wandlungsprozess. Vielleicht könnt ihr noch mal dazu ein paar Sätze sagen, was wichtig ist. Es ist auch dort, gerade in eurer Zeitlinie, einen kurzen Einblick nur zu geben. Doch der Einblick wird nicht ausreichen, um das zu erklären, was der Wandel in dieser Zeitlinie vollziehen soll. Das ist ein, wir dürfen sagen, ein sehr interessantes Thema und dennoch auch ein sehr gebrandmarktes Thema von eurer menschlichen Struktur, die nicht oftmals verstanden wird, was diese Ebene in sich birgt. Wichtig ist dort auch zu vertrauen und in dem Moment auch auf sich selbst zu hören. Was kann ich mir vorstellen? Wem kann ich glauben und wem nicht? Denn es wird sehr viel manipuliert in eurer Zeit. Und das bedeutet, dadurch passieren unwahrscheinlich starke Verwirrungen. Und diese Verwirrungen führen nun mal auch zu egoistischen Handlungen, die dann in der Dualität, im negativen Aspekt, das machen, was momentan in euch und um euch herum passiert. Daher ist es wichtig, dass ihr lernt, wieder auf euch selbst zu hören, dass ihr lernt, wieder auf das zu achten, was wirklich wichtig ist. Euren Prozess. Ihr könnt nur eure Realitäten verändern. Ihr könnt nicht die Realität des Gegenübers, des Nachbarn, des Politikers oder des Arbeitgebers verändern, sondern nur ihr euch selbst.
In eurer Zeit fehlt diese Eigenverantwortung. Ihr habt sie an einem Punkt abgegeben. Und die Verantwortlichkeit wieder zu finden, bedeutet erst einmal zu begreifen, für was will ich denn verantwortlich sein? Für mein Haus? Für das Auto? Für meine Familie? Das darfst du alles. Doch das Wichtige ist erst einmal, wenn du begreifst, wenn du selbst verantwortlich zu dir bist, dann schwingt deine Energie auch etwas aus, wo alle anderen die Verantwortung spüren und dann mitmachen können. Euch Menschen fehlt Selbstachtung, Selbstvertrauen und Selbsterkenntnis. Und in dem Moment, wenn ich mich weiter nur mit anderen beschäftige, gehe ich eigentlich mehr von mir weg, anstatt ich bei mir bleibe. Das hört sich im ersten Rahmen an, als wenn es ein Ego ist. Doch ja, du bist ja ein Ich-Ego. Es geht nur darum, wie lebst du dein Ich-Ego aus? Nur aus dem negativen Aspekt, dass ich alles nehmen will, damit es mir gut geht, oder dass ich beides erfahren will, um mir meiner Selbstachtung zu mir bewusst zu sein. Diese Zeit benötigt wieder viel Wärme und ein anderes bewusstes Erwachen. Und in diesem Erwachenszustand bedient sich erstmal die Zeit mehr dem negativen Raum, der Angst, der Diskriminierungen, der Nichtmenschlichkeit. Und in dem Moment, wo ihr eines Tages erwachen werdet, dann werdet ihr verstehen, wie wichtig es ist, die wahre Persönlichkeit Mensch zu begreifen. Und das ist unsere Arbeit, um euch da begleiten zu dürfen. Mit Rat und Tat geben wir alles, um euer Bewusstsein wieder zum Aufwachen zu bringen. Doch nur so, wie es für die Vereinzelten möglich ist, das auch in ihrer Handlung zu vollziehen. Niemals überfordernd, sondern nur ein liebevoller Begleiter zu sein, der euch oftmals umarmt, anhebt und euch Trost spendet und auch Mut gibt, diesen Weg weiterzugehen, sei er noch so dunkel. Doch eins sei euch bewusst: Ihr seid stetig das Licht, was euren Weg erleuchtet. Vergesst das niemals, ihr wunderbaren Menschen. Vielen Dank. Ich wünsche dir und wir in unserem Kollektiv eine wunderbare Zeit, dass die Grundlage des Verstehens langsam wachsen darf. Und in dem Moment, wo du erwachst, wirst du begreifen, was hier passiert, dass du eine Persönlichkeit siehst, die ihre Körperlichkeit zur Verfügung stellt, um ein Geistbewusstsein einzuladen, den Menschen Hilfe zu geben für ihre Selbstheilung. So sei gesegnet und sei in der Liebe. Vielen, Auf vielen Dank. Wiedersehen. Danke für eure ausführliche Antwort. Vielen Dank und ganz liebe Grüße. Hallo Barbara. Wow, Anja, das war mehr als beeindruckend und ganz viele Informationen in ganz kurzer Zeit. Da bin ich wirklich jetzt begeistert, wie ausführlich das gerade war. Und das lohnt sich ja wirklich, das noch ein drittes, viertes, fünftes Mal anzuhören, damit die vielen Informationen überhaupt ankommen. Toll, Ja, toll. und wenn du überlegst, dass das immer nur ein kurzer Eindruck ist, das ist Das nur gibt's ein gar nicht. Moment. Das ist nur ein Moment. Das Ja. ja wirklich war. Und da ist schon so viel drin in diesem einen Moment. Ne? Das ist also fantastisch. Und auch, dass die Antworten da sind, ne? So, das ist auch unglaublich.
Es ist halt in dieser kurzen Zeit, wünscht man sich natürlich, dass man sehr intensiv die Antworten auch bekommt, doch das ist einfach nicht machbar, weil es sehr umfangreich ist, ne? Ja. Und da ist die Bedeutung halt, diejenigen, die diese Wissenschaft für sich erfahren möchten, die werden den Weg dahin finden. Vertrauen und Achtsamkeit. Ja, und ich habe trotzdem schon viel mehr als gedacht an Informationen jetzt bekommen. Da habe ich gar nicht mitgerechnet. Also das war schon bemerkenswert und einfach phänomenal. Also wirklich vielen Dank auch dir, Anja, dass du dich zur Verfügung stellst und das schon dein Leben lang wirklich deine Ausbildung mit der geistigen Welt vollführt hast. Das ist auch was ganz Besonderes und auch Vielen Dank. so wichtig. Danke, wirklich danke für alles. Ich danke Möchtest dir. du zum Abschluss noch was sagen? Haben wir irgendwas, was ganz wichtig ist, vielleicht ausgelassen? Also ich glaube, wir haben schon viel gesagt. Es ist einfach wichtig, dass man respektvoll, Achtsamkeit hier auf diese Dimension wirklich wieder vollziehen lernt und wahrhaft zu wissen, wer bin ich und was will ich sein? Darüber mal nachzudenken. Das ist auf jeden Fall ein ganz tolles Abschlusswort. Wir werden deine Website natürlich verlinken, damit man dich auch kontaktieren kann oder noch ein bisschen über dich herausfinden kann, Sehr über deine gerne. Arbeit. Und dann bedanke ich mich herzlich, dass du heute im Interview hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir und deinem geistigen Team wirklich alles, alles Gute und viel Erfolg bei eurer Arbeit. Vielen Dank, liebe Barbara. Ich wünsche dir auch viel Erfolg und schön, dass du Danke. auch das machst, sodass wir die Möglichkeit haben, auch viele Menschen erreichen zu dürfen, die dieses Wissen halt für sich annehmen können. Vielen Dank. Dann alles Gute. Alles Gute für dich.